So, Aufgabe 12.4, rekursives Spiegeln von Strings. Wer in der Vorlesung aufgepasst hat, weiß, wie es geht. Aber ich habe da noch mal eine kleine hübsche Methode geschrieben. Also, ich habe einen Einzeiler draus gemacht, geht aber auch als Mehrzeiler. Die Sache ist einfach die, wir gehen den String durch. Je nachdem, ich habe hier zwei mit drei Methoden, die eigentlich alle dasselbe machen. Damit wir Hallo ausgeben können, in einer Funktion spiegeln, die nicht überladen ist, sagen wir einfach gut. Den String dürfen wir bearbeiten, mit Substring können wir ihn kleiner machen. Wie sieht denn Hallo überhaupt gespiegelt aus? Stellen wir uns das mal kurz vor hier unten. Also, ganz vorne und ganz hinten steht ein H. Dann kommt wieder auf beiden Seiten ein L. Also ist das immer auf beiden Seiten. Wenn wir ganz vorne anfangen, wäre das doch einfach, wenn wir einfach H vorne und hinten hinschreiben und dann immer dazwischen schreiben. Das können wir auch genauso machen. Dafür gucken wir uns mal das hier an. Wir rufen also das Wort auf. Dann fragen wir ab, ist das, also der Header ist die Schritt 1, der Header. Wir schreiben einfach das ab, was uns vorgegeben wurde. Das ist ein String. Dann die triviale Bedingung, wann ist zu Ende, wenn der String empty ist. Dann returnen wir auch ein empty String. Gut. Zweite triviale Bedingung ist, wenn die Länge gleich 1 ist, na, dann müssen wir ja einfach hier den zweimal ausgeben, also den String. Dann ist er schon gespiegelt, weil wenn er nur ein Zeichen lang ist. In jedem anderen Fall rufen wir den ersten, den wir haben, auf. Dann rufen wir die Funktion an sich nochmal um den ersten gekürzt auf und dann fügen wir nochmal den ersten am Ende an. So einfach ist das. Das sind diese ganz kleinen Schritte, die man halt beachten muss. Das kann man natürlich noch kürzer schreiben mit diesem Fragezeichen Doppelpunkt Sache. Wir fragen einfach ab, ist das Ding empty? Nein. Also hier ist noch was drin, was wir gar nicht brauchen, nämlich das hier. Aber hier fragen wir ab, ist er empty? Wenn er leer ist, dann returne auch ein leeren. Wenn er nicht leer ist, macht das, was ich hier gerade in der Zeile erklärt habe, das aktuelle Zeichen plus sich selbst aufgerufen plus das aktuelle Zeichen. Weil wenn hier der Substring den um 1, also den einen langen String hat und den um 1 verkürzt, übergibt er einen leeren String. Und der leere String returnt einen leeren String und ruft sich nicht nochmal selbst auf. Deswegen können wir daraus einen netten Einzeiler machen. Für die, die isEmpty nicht mögen oder charAdd nicht mögen oder einfach mal nach was anderem suchen, ihr könnt das auch wie hier machen, dass ihr einfach sagt, gut, wir arbeiten mit Länge ungleich 0, das ist auch isEmpty, weil eine negative Länge kann er nicht haben, und wir arbeiten mit Substring von 0 bis 1. Da müssen wir das auch nicht so, naja, Geschmackssache. charAdd gibt halt einen char zurück, aber da das Spiegeln einen String zurückgibt, wird das Ganze zu String gecastet und dann ist das auch okay. Mit Substring ist alles gleich ein String, aber da arbeitet der Computer komisch. Da seht ihr wieder Rekursion, Einzeiler oder Dreizeiler oder Zweizeiler. Alles kein Problem, kann super kurz gelöst werden.